Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zu unserem ersten F1 22 Video auf diesem Kanal und willkommen zu einem Speed-Test. Ich weiß, es ist natürlich noch kein neuer Patch da. Wir werden erstmal gucken, welches Auto auf der Geraden den größten Top-Speed hat. Dazu habe ich mir natürlich die Geraden von Aserbaidschan in Baku ausgesucht und ich bin sehr gespannt. Ich tendiere natürlich zu Ferrari, aber auch ein bisschen zu Red Bull und die Alpine darf man nicht unterschätzen, die sind auf der Geraden eigentlich immer verdammt schnell. Deswegen bin ich unnormal gespannt. Was tippt ihr? Schreibt es jetzt gerne in die Kommentare. Schaut auch gerne auf Instagram, myt_gaming und auch gerne auf ec_tobi auf TikTok vorbei. Und wir starten direkt rein und los geht's. Und wir fangen natürlich mit Ferrari an. Ich weiß, andere hätten erwartet, wir fangen mit denen an, aber ich brauche eine Referenzzeit. Deswegen starten wir hier mal mit Ferrari an der langen Start- und Zielgeraden. Natürlich perfekt. Wir haben hier fast 2 Kilometer Top Speed, Full Gas. Es wird die nächsten Tage viel mehr hier kommen. Nur ich musste mich gestern mal ein bisschen einfahren, mich ans neue Handling natürlich angewöhnen. Ich muss sagen, tolles Game. Natürlich das Handling etwas anders. Und hier kommt jetzt unser Messpunkt. Und das war 337. Das ist schon ordentlich und ist natürlich jetzt unser erster Platz. Wir haben ja noch keine Referenzzeit. Deswegen ist es jetzt mal bei der Top Speed Messung unser erster Platz. Nächstes Team zu Williams und man darf diese Fahrer oder diese Autos nie unterschätzen, die sind eigentlich jedes Jahr unnormal schnell, aber ja, ich muss sagen, das Design ist auch unnormal nicht hässlich, also wirklich, die Williams, die enttäuschen mich ehrlich gesagt nicht, das Handling von den Autos ist kein großer Unterschied, aber hier gucken wir uns das mal an und da kommt der Williams, lange musst du warten hier, also das, da wird wahrscheinlich der rechte Fuß ordentlich schläft der ein. Und ja, das kommt ein bisschen die Enttäuschung. 333. Und ich denke mal, es wird kein Auto geben, das langsamer ist als der Williams. Aber natürlich fällt jetzt mal auf den zweiten Platz die Haas. Und jetzt kommt für mich eine der größten Überraschungen überhaupt. Weil der Haas, ich denke mir so, boah, das Auto, das kann sowieso nichts und so. Und das Auto ist sowieso lame. Und natürlich ist das neue Auto mit einer Ferrari-Motor ausgerüstet, das das Ganze schon mal interessanter macht. Aber jetzt kommt so meine, die größte Überraschung generell. Und da zeigt es tatsächlich 338 km/h an. Mit Abstand jetzt nicht, aber 2 km/h schneller wie der Ferrari. Und obwohl das ja eigentlich das Kundenteam ist, ich bin auch gespannt. Vielleicht machen wir nochmal so ein EU, da komme ich ein bisschen weit mit dem Mercedes hier. Ich bin auch gespannt, ob das Ganze nach einem Angleichungspatch und so weiter, es wurde natürlich auch geschrieben, dass die Leistung der Fahrer schon angeglichen worden ist mit einem Update, aber natürlich wird das Ganze, die Leistung der Autos noch ein bisschen angepasst. Wir haben im Zeitrennen zum Beispiel noch einen Mercedes, der overpowered ist und jetzt gucken wir mal, ob er auch hier overpowered ist und ja, eher nicht so. 334, das ist naja, der hüpft jetzt mal auf den dritten Platz, aber ich denke mal, da werden noch viele kommen, die das besser machen. Ist es der Aston Martin von Sebastian Vettel und Lance Stroll, der hier vielleicht schon eine Überraschung wird, eine Sensation, die 340, whatever oder so, oder vielleicht doch eher ein Kolbenfresser. Gucken wir mal. Letzte Kurve oder letzter Knick, der eh Vollgas gefahren wird. Und hier geht es die lange Geraden entlang, bis wir dann bei unseren Detection Points sind. Also bei mir ist es eigentlich genau bevor ich bremse, weil da hast du auch die höchste Geschwindigkeit, 335. Der hüpft jetzt mal vor dem Williams, 34, der hüpft vor dem Williams und auf gleicher Stufe mit dem Mercedes. Und jetzt geht es mit dem Alpine los und da wusste ich schon, das ist keine Überraschung, diese Autos sind unfassbar schnell. Und das zeigt mir hier, dass der Detection Point, los geht's hier und das geht schon, da geht richtig rauf die Drehzahlen, du merkst, der will 30, 31, 32 und 34, 35 und tatsächlich bleibt der Alpine bei 338 stehen. Das Auto ist mit dem Haas aktuell das schnellste und das wussten wir auch, der Alpine ist unfassbar schnell auf der Geraden. Den Alfa Romeo, ja, da gab es leider einen Fail, den habe ich nicht mit aufgenommen, aber er ist 335, also schiebt sich auch vor dem Williams und auch vor dem Mercedes und eben halt auch vor den Aston Martin. Salah, jetzt McLaren, die auch in den letzten
Rennen oder besser gesagt seit Saisonbeginn auch eine Bergauf-Bergabfahrt hatten. Also auch letztens erst in Kanada war man jetzt nicht so optimal unterwegs, aber das heißt natürlich nicht, dass der Topspeed nicht stimmt. Ich bin auch sehr gespannt, ich suche noch immer noch nach einem Namen, nach einem Konzept für mein Team, schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare. Ich wäre gern für Lamborghini, Lotus und so weiter, für den Comeback da oder auch für Porsche und so. 134, hüpft euch auf eine Stufe mit Mercedes und Aston Martin. Also das ist eh so eine Durchschnittsgeschwindigkeit, würde ich mal sagen. Und jetzt der AlphaTauri. Und da muss ich echt sagen, da war mir auch klar, diese Autos gehen so unfassbar schnell. Kundenteam oder beziehungsweise Juniorenteam von Red Bull. Und da gucken wir mal, was da so drinsteckt. 336 müssen mindestens drinstecken. Werden es mehr, werden es weniger. Das wird sich gleich aufdecken. Und es wird sich auf jeden Fall eine große Überraschung wieder anbahnen. Positiv oder negativ, das erfahren wir in 3, 2, 1, 338, Leute. Dieses Auto ist mit Alpine und Haas einfach das drittschnellste Auto. Und jetzt kommt natürlich nur noch ein Auto, das Weltmeisterauto von Max Verstappen. Da gucken wir mal, was in dem Auto drin steckt. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass da ordentlich auch was drin steckt an Gas. Aus der letzten Kurve raus, hier noch einmal. Es ist natürlich kein besonders langes Video, das tut mir auch leid, Leute, aber ich wollte unbedingt diesen direkten Vergleich der Teams. Ich weiß, danach werden wir noch unser Fazit auf jeden Fall abgeben. Aber jetzt mal hier, gucken wir mal, wo es ausgeht. Und es reicht nur für 336, Leute. Das ist nicht schnell, aber ich finde es auch cool, dass man es gleich schnell wie den Ferrari gemacht hat, weil die auch ehrlich gesagt gleich schnell sind. Hier haben wir nochmal alle Übersicht. Der Haas, der Alpine und der AlphaTauri, der schnellste, und der Williams, keine Überraschung, das langsamste Auto, Leute. Wie hättet ihr gedacht? Ich weiß natürlich, das Fazit ist auf jeden Fall, Topspeed macht natürlich keine Pace aus. Man muss auch in den Kurven schnell sein, nicht nur auf der Geraden. Dennoch wollte ich mal gucken, so, dass der Alpine-Motor bzw. der Renault-Motor, was da drin steckt, ordentlich schnell ist. Und das kann uns auch für unsere MyTeam-Season helfen. Ich bin sehr gespannt. Schreibt gerne mal rein. Ich wäre echt gern für ein Comeback von Porsche, Lamborghini vielleicht, in die Richtung. Aber auch, ich würde gern mein eigenes Team gründen. Schreibt gern Vorschläge in die Kommentare. Ihr kennt mich ja. Und ich würde mich echt extrem freuen über eure Vorschläge. Und ich bin verdammt gespannt. Wir werden dann hoffentlich morgen oder übermorgen in die MyTeam-Karriere starten. Und auch in die Pirelli Hot Lap auf jeden Fall. Auf die bin ich mich auch sehr hyped. Und auch nach rundab Einblick ins Game. Gucken wir uns alles entweder später oder morgen an. Schaut auch unbedingt gerne auf TikTok vorbei. Da werden wir vieles bringen. Und danke fürs Zugucken. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr supportet uns auf unseren Weg in F1 22. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Das Handling ist anders. Das komplette Game ist sehr hip und sehr cool und sehr gut gelungen. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare eure Meinungen. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert den Channel gerne kostenlos. Lasst unbedingt gerne Daumen hin rum. Dann wir sehen uns hoffentlich morgen oder später. Bis zum nächsten Mal und ciao.